Hi Leute, hier ist High Carb Christian und wenn ihr Veganer seid, kennt ihr vielleicht diese komischen veganen Selbstversuche, die irgendwie immer im Fernsehen laufen mit ich ernähre mich jetzt vegan und muss jetzt alles aus meinem Schrank rausschmeißen und kann nur noch Toastbrot essen. Und nach einer Woche geht's mir voll scheiße und es ist voll teuer. Und davon hat das ZDF jetzt auch einen gemacht, denn bei Wieso kam das Vegan-Experiment. Woohoo! Und ich habe das vorhin gesehen und dachte nur so, oh mein Gott, nein, ich muss dazu ein Video machen. Deshalb ist das jetzt auch ein relativ spontanes Video. Aber es ist einfach so, ich bin jetzt 5 Jahre vegan, 5,5 Jahre sogar. Und es geht mir langsam richtig auf den Keks, ständig diese mega uninformierten Videos zu sehen. Ich frage mich, ob Wieso dann nicht mal irgendwie eine Recherche macht, was Veganer essen, oder ob diese Leute in diesem Video nicht mal eine Recherche machen, was Veganer essen, sich irgendwelche YouTube-Videos angucken. Heutzutage guckt jeder alles auf YouTube nach, aber genau das kann man dann natürlich nicht machen. Ja, jedenfalls habe ich das Video, ich spiele das Video jetzt hier einfach nebenher ab, denn falls das ZDF sagt, dass das eine Copyright-Verletzung ist, ich spiele das Video jetzt hier ab und guckt es euch vorher an und werdet ihr, ich gebe euch die Zeitstempel und dann sage ich immer, um welche Stelle es geht. Los geht's. Ich kann es kaum erwarten. Zum anderen habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich Fleisch sehr vermissen werde. Ich frage mich, warum man Angst davor haben muss, dass man Fleisch vermissen wird. Also, warum genau Angst? Verstehe ich nicht. Leiten wird unser Experiment Professor Dr. Pfeiffer von der Charité Berlin. Oh, wie ich es liebe, wenn Ärzte dazu kommen. Das macht es meistens umso besser. Ein klassisches Frühstück, wie Lina es vor dem. Oh mein Gott, es kommt das Frühstück, das wegfällt. Ich merke es schon. Nüsse, Sojamilch und veganer Brotaufstrich. Ja, genau, weil es auch voll keine veganen Croissants gibt. Es gibt voll keine veganen Fleischersatzprodukte, ne? Sondern man muss Croissants auch zwangsläufig durch Obst ersetzen. Vegane Ernährung, Leute. Sie hat sich bereits Wochen vor Beginn des Experiments schlau gemacht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jemand, der sich vorbereitet bei so einem Experiment und nicht einfach mal so guckt, so, ich habe keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach mal. Super, das fehlt in den allermeisten Experimenten. Ich finde es cool, dass sie sich vorbereitet. Super, so muss man das machen. Ganz anders, Patrick. Und natürlich müssen wir einen dabei haben, der keinen Plan von irgendwas hat. Nach einiger Zeit einen rein veganen Supermarkt entdeckt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Oh nein, das ist vegans. Aber günstig ist es nicht. Ja, genau das habe ich erwartet. Vegane Mayonnaise, ich esse mega gern Mayonnaise, aber für den Preis würde ich wahrscheinlich im normalen Supermarkt 2 bis 3 Tonnen kriegen. Also. Ich hasse solche Preisvergleiche, weil dann immer so gesagt wird, ja, also das würde ich ja im normalen Supermarkt viel billiger bekommen, da würde ich 2 bis 3 Tuben Mayonnaise für bekommen. Du kaufst gerade ein Bio-Produkt. Vergleich das mit einem vergleichbaren Produkt von der gleichen Marke im Bioladen von Naturata. Und da ist kein großer Preisunterschied bei. Du kannst halt nicht die billigste Mayonnaise von Aldi mit einem bio-veganen Produkt von Naturata vergleichen. Das ist auch ein qualitativer Unterschied. Ich hasse das, wie das dann einfach auch immer total stehen gelassen wird in diesen Dokumentationen oder in diesen Clips, ohne das irgendwie zu erklären oder mal irgendwie zu entkräften. Das finde ich total dämlich. Es ist, du vergleichst ein Bioprodukt mit einem Nicht-Bioprodukt. Das ist, als ob du dann im Bioladen einkaufen gehst und sagst, ja, vegane Ernährung ist schon teuer, die Erdbeeren haben hier 5 € gekostet. Das ist aber nicht, weil die Erdbeeren vegan sind, das ist, weil die Erdbeeren bio sind. An der Kasse rund 30% mehr, als er üblicherweise für einen vergleichbaren Einkauf ausgibt. Ja. Er kauft bei Vegans ein, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, dass Vegans vollkommen überteuert ist und letzten Endes mit seinem Filialkonzept deshalb auch gescheitert ist. Zu Recht. Beim Surfen entdeckt er, dass ein Discounter vegane Pizza anbietet. Für 1,11 €. Ab sofort gibt's täglich Pizza. Jo Leute, gut geplante vegane Ernährung. Jeden Tag Pizza. 4 Wochen sind vergangen. Lina und auch Patrick, beide ernähren sich abwechslungsreich. Abwechslungsreich, hat der eine nicht gesagt, dass er 8 bis 10 Mal diese Tiefkühlpizza von Lidl gegessen hat? Nach 6 Wochen veganer Ernährung liegen beide wieder im Normbereich von unter 130. Immerhin mal was Positives, aber das war was Positives über Veganismus. Jetzt muss irgendeine Trottelaussage kommen, oder? Also vegane Ernährung ist grundsätzlich eigentlich recht gesund. Das Problem dabei ist, Aha, es fängt an. dass man Schwierigkeiten hat, auf die Proteinmenge zu kommen und auf. Nein, 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 nein. Immer diese Geschichte mit dem Proteinmangel. Ich kann es nicht mehr hören. Die Sache ist, wenn man genug Kalorien isst und sich nicht nur von scheiß Eisbergsalat ernährt oder von scheiß Weißbrot, was eh keiner macht, dann wird man keinen Proteinmangel bekommen. Selbst wenn man sich nur von Oreos ernährt, hat man genug Protein. Ich verstehe nicht, wo die immer diese Märchenaussage herholen. Also, es geht immer um eine gut geplante vegane Ernährung. Immer, 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 immer.
Und eine gut geplante vegane Ernährung enthält Getreide und enthält Hülsenfrüchte und sowas. Und dann zu sagen, ja, Schwierigkeiten auf die Proteinmenge zu kommen. Das geht durchaus, aber dann muss man die Wahl richtig treffen und muss also viele proteinhaltige Gemüse hineinnehmen. Proteinhaltiges Gemüse? Seit wann ist Gemüse die beste Proteinquelle? Die beste Proteinquelle, das sind Bohnen, Linsen, meinetwegen auch Nüsse und Getreide, aber doch nicht Gemüse. Dazu kommen einige Vitamine, die eben knapp sind in der veganen Ernährung, die vor allem im Fleisch drin sind und auch viel im roten Fleisch, wie zum Beispiel Vitamin B12. Lustig, wie nie erwähnt wird, wo Vitamin B12 eigentlich herkommt, dass das von Mikroorganismen hergestellt wird, die heute im Fleisch drin sind, weil es den Tieren zugesetzt wird. Als Supplement. Wenn du das supplementierst als Veganer, ist das genau das gleiche quasi. Oh je, es geht um Familien und Kinder. Kinder wäre ich sehr vorsichtig. Da sieht man doch häufig dann Mangelerscheinungen. Die Kinder wachsen nicht so gut. Sagt wer? Dr. Google? Und da ist es meiner Ansicht nach nur möglich, wenn man sich sehr genau auskennt und die wirklich gezielt richtig ernährt. Das gilt für jedes fucking Kind. Das gilt nicht nur für vegane Kinder. Ganz ehrlich, ich bin diese Doppelmoral in der deutschen Gesellschaft total leid. Dieses, wenn das Kind morgens ein Wurstbrot isst und noch ein Käsebrot und ein Joghurt und dann noch Knoppers und abends noch irgendwas Fleischiges, dann ist es voll super, voll normal und so. Aber sobald man das Kind vegan ernährt, oh Gott, Mangelerscheinungen, man muss das voll gut planen. Man muss das bei jedem Kind gut planen, bei jedem Kind. Egal, ob das ein veganes Kind ist oder ein nicht veganes Kind. Und dann zu sagen, ja, da muss man aber schon total vorsichtig sein bei veganer Ernährung. Man muss vorsichtig sein, wenn man ein Kind hat. Man Verantwortung für ein anderes Lebewesen, für einen anderen Menschen übernimmt. Und das gilt für Veganer genauso wie für Nicht-Veganer. Und solche Horrorartikel wie aus der Bild, veganes Kind ist gestorben. Ja, klar, wenn man eben nur Reiswaffeln zu essen gibt, stirbt das Kind auch. Aber das ist dann nicht wegen der veganen Ernährung, sondern weil man eben nur Reiswaffeln zu essen gegeben hat. Und diese hirnlosen Aussagen bin ich echt leid. Und habe auch keinen Verlangen mehr nach Fleisch. Immerhin, die sich vegan ernährt hat und geplant hat, hat tolle Resultate bekommen und findet es super. Das zeigt, wenn man es richtig macht, kann es funktionieren. Aber schon Milch und Ei sollten schon sein. Weil das so gesunde Lebensmittel sind. Sicher, aber auch gut für die Gesundheit. Immerhin kommen sie dann letzten Endes zu einer positiven Entscheidung, dass Veganismus doch gar nicht so schlimm ist für die Gesundheit, sogar positiv für die Gesundheit sein kann. Aber warum muss man... warum müssen es immer so dämliche Videos sein? Warum muss man einmal Leute reinschicken, die sich nicht informieren, die dann nur Lidl-Pizza essen? Und warum muss man einen Ernährungsmediziner nehmen, der anscheinend, dem es anscheinend egal ist, ob ein Kind morgens um 9:30 Knoppers isst, aber wenn man vegan ist, ohoho, Vorsicht geboten. Sehe nur ich das so, oder ist dieses Video einfach mal wieder ein Beweis dafür, wie dämlich das Fernsehen damit umgeht? Und deshalb und dafür muss man hier hunderte Euro Beitrag pro Jahr zahlen. Das ist eine Frechheit für sowas. Schreibt's mir in die Kommentare. Abonniert mich, wenn ihr meine Videos mögt. Wir sehen uns in einem nächsten Video, in dem ich vielleicht nicht so scheiße drauf bin. Bis dann.